Moin Leute, Muizi hier und herzlich willkommen zu einem weiteren Apex Legends Video auf meinem Kanal. Gestern wurde der Trailer für den Arena-Modus veröffentlicht und somit bekamen wir wieder einige neue Sachen mitgeteilt, die ich hier noch einmal aufklären möchte. Bevor wir jetzt aber starten, möchte ich euch gerne noch einmal den Trailer zeigen, denn er war wirklich extrem interessant und man bekam einen sehr großen Einblick in den Arena-Modus und allgemein auch in Season 9. Für alle, die den Trailer entweder schon gesehen haben oder ihn gerade einfach nicht sehen wollen, blende ich einmal unten eine Zeit ein, wo es direkt zu den Infos geht. Games are where the champions are crowned, but the arenas are where legends are made. I said danger close. Weren't you listening? The arenas are my games. They're not about fame or spectacle. They are about the fight. Arcstar! The rules are simple. It's just your squad and their squad. Adios, champ. Whoever survives wins. Now pay attention. This is how the game is played. Assemble your squad in the customary fashion. Before the fight begins, squads are enclosed in their spawn room and have access to the shop. Here you can purchase weapons, items, and abilities with crafting materials. I will grant you a set amount of materials at the start of each round. You may earn more through your performance. Materials can be used immediately or saved for superior equipment later in the match. No purchased gear follows between rounds. Wait, where's all my stuff? Materials can be used to upgrade weapons, making you an even greater threat. At the end of the buy phase, the shields drop and the fun begins. Both teams engage in combat until one side is wiped out. Downed teammates can still be revived. But in this game, there are no respawns. Use the pressure. It's the only way to survive. Supply bins containing consumables and material canisters are scattered throughout the arena. A single airdrop containing three weapons arrives in the middle of each round. The tier of the weapons in the drop pod increases from round to round. Use them to overpower your competition. It's high risk. High reward. Maybe next time, you should try a different path. The first team to score three victories with a two-win margin will be declared the champion. If teams battle to a deadlock 4-4 tie, round 9 is my favorite part. Sudden death. Dosing up some amped cover. I'm opening the skies. Knock down more than a few. Each arena has its own personality and acts as an optimal combat testing ground. The Phase Runner on Olympus wasn't the first of its kind. A prototype long abandoned rests in a remote section of Talos. Luckily, it remains intact and functional, providing unique combat opportunities to those clever enough to seize them. There's research afoot. And then, of course, utter mayhem. Coma was simply another Outlands hotspot turned yesterday's news, until an ill-fated joyride gave it a new landmark. You're welcome. With my assistance, the city has been reignited with a new monument to incompetence. Thank you for this. I feel much better about myself now. I have also secured some viable locations throughout the Outlands to serve as arenas. Don't get too comfortable. The future promises to be a bit fiery. I think someone's here. Oh, yes. A new legend has joined the fight. This little one and I share a common legacy. Pilot blood runs through her veins. This is Valkyrie. Sending down Hellfire. She is as fearless as she is reckless.
friend or foe, make sure you look up as she takes the fight to the skies. Your journey ends here, Legends. The skies belong to me now. The arenas are the ultimate test of skill and resolve. So I have a gift. The Bojack Compound Bow. This precision weapon requires patience and pinpoint consistency. It is made even deadlier with its two hop-up slots. Legends can combine shatter caps, splitting the arrow tip into a shotgun pattern, and Deadeye's tempo, allowing a faster draw when firing at the optimal pace. Master all of this, and you will become a true assassin. You gotta take risks to be champ. The need to prove superiority is instinctive. Hopefully, you can impress me. I'll see you in the arenas. Olympus Security Perimeter Alert. Multiple unknown ships entering secure space. All personnel, please secure docking stations and prepare for arrival. Security forces on full alert. Strap in, Muti. Things are about to get mighty interesting. So, und das war der Trailer und jetzt gehen wir direkt auf alle Infos ein. Zuallererst habe ich eine Info für den Battle Pass. Und zwar wusstet ihr ja wahrscheinlich bereits aus einem meiner letzten Videos, dass die Elster eigentlich als Level 100 bzw. Level 110 Waffe kommen sollte und sie somit die zwei legendären Skins bekommen sollte. Doch das hat sich nun geändert. Ob da nun falsche Infos vom Dataminer gekommen sind oder Respawn sich umentschieden hat, kann ich euch nicht sagen, aber ich denke eher, dass es Fehlinformationen vom Dataminer waren. Aber gut, die Level 100 bzw. Level 110 Waffe wird die Devotion sein. Einige werden das jetzt vielleicht auch nicht wirklich besser finden, aber wir haben im Trailer immerhin schon einen kleinen Einblick zur Tarnung bekommen und sie sieht auf den ersten Blick auf jeden Fall sehr, sehr, sehr nice aus, wie ich finde. Das nächste betrifft ein paar Legenden-Skins, die wir auch im Trailer sehen konnten. Zuallererst haben wir diesen Wave-Skin, diesen Rampart-Skin und zu guter Letzt diesen Octane-Skin. Bei Waves und bei Rampart-Skins ist ziemlich sicher, dass sie ein Battle Pass sein werden, bei Octane-Skin jedoch ist es noch nicht sicher, ob er ein Battle Pass oder ein Event-Skin sein wird. Als nächstes geht es um Boden-Emotes. Boden-Emotes wurden zwar nicht im Trailer gesehen, dafür aber für Season 9 bestätigt. Außerdem wird jeder Spieler für jede Legende einen Emote bekommen, der eben wie gesagt kostenlos ist und den man jetzt auch nicht aus dem Battle Pass oder so kaufen muss, sage ich jetzt mal. Ich selbst weiß jedoch noch nicht so wirklich, was ich davon halten soll, aber ich hoffe auf jeden Fall, dass es nicht übertrieben wird und völlig ausartet. Dennoch denke ich, dass es auf jeden Fall eine sehr coole Sache sein könnte. Als nächstes geht es um die zwei Anpassungen für Season 9. Shatter Caps und Deadeyes Tempo. Erst einmal zu Shatter Caps. Diese Anpassung kann für die Repeater und für den Bogen benutzt werden. Sie sorgt dafür, dass man einen anderen Feuermodus aktivieren kann. Wenn die Waffe in diesem speziellen Feuermodus ist, dann feuert sie ihre Schüsse gestreut und somit also wie eine Art Schrotflinte. Ich denke, dass der Bogen und die Repeater dadurch nicht ganz so eine starke Streuung und Kraft wie die Schrotflinten auf Nahkampf haben werden, aber trotzdem könnte das auf jeden Fall ganz cool werden. Die zweite Anpassung ist wie gesagt Deadeyes Tempo und sie bewirkt, dass der Bogen und auch die Sentinel schneller schießen können. Als nächstes gibt es hier noch einmal eine Bestätigung dafür, dass die Peacekeeper in den Bodenloot geht und dafür die Triple Take ins Care-Paket. Das ist meiner Meinung nach auf jeden Fall eine der besten Änderungen für Season 9 und ich weiß auch, dass sich viele von euch extrem darüber freuen werden. Als nächstes haben wir noch einmal neue Infos für den Arena-Modus. Wir wussten ja bereits, dass das System ähnlich wie in Valorant sein wird, sodass wir Waffen, Fähigkeiten und so weiter alles selber kaufen müssen. Durch den Trailer wissen wir nun auch noch genaueres, und zwar wird die Währung aus Craft-Materialien bestehen. Die haben wir jetzt auch schon, um eben Items am Replikator herzustellen. Außerdem wissen wir nun, dass wir vor Beginn von jeder einzelnen Arena-Runde in dieses Menü kommen und alles kaufen müssen. Außerdem wissen wir über den Arena-Modus, dass man, um ein gesamtes Spiel zu gewinnen, insgesamt mindestens 3 einzelne Runden gewonnen haben muss und dass man gleichzeitig aber auch einen Vorsprung von mindestens 2 Punkten zum gegnerischen Team haben muss. Als nächstes geht es um die 5 Arena-Maps, die wir bekommen werden. Sie heißen Party Crusher, Phase Runner, Artillerie, Garten und Thermalstation. Außerdem kann man seinen Battle Pass auch im Arena-Modus leveln und auch die Missionen im Arena-Modus erfüllen.
So, und das war's auch schon wieder mit den Infos für heute. Schreibt mir hier gerne mal in die Kommentare, was ihr bisher so vom Arena-Modus denkt und was ihr von ihm haltet. Aber gut, ich hoffe, euch hat das ganze Video hier gefallen. Wenn das der Fall war, würde ich mich auf jeden Fall sehr über eine Bewertung und vor allem auch sehr über ein kostenloses Abo freuen. Und ja, somit hoffe ich, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Also macht es gut, bis dahin und ciao!